da bin ich wieder. Ich habe mir gleich mal einen Tee gemacht hier. Das, damit ich hier ein bisschen länger durchhalte. Ja, ich habe gerade mit dem Volker drüber geredet. Es gibt ja jetzt in nächster Zeit gleich zwei Specials. Genau. Einige von euch erwarten es vielleicht schon, andere wissen es noch nicht. Also als erstes werde ich ja, ich glaube am 8. September ist das. Ich müsste nachgucken. Werde ich ja 2 Jahre alt, der Kanal hier. Also ich persönlich natürlich auch, ich bin 2 Jahre alt. Was auch sonst. Geistig zumindestens. Ich wurde schon mit dieser Stimme und diesem Körper geboren. Mit diesem Adonis-Körper. Was? also, sorry, ganz, ganz schlimmer Halt. Oh, Diamanten, Alter. Jetzt hättest du irgendwie so einen fettleibigen... Also nichts gegen Fettleibigkeit, nein, das war jetzt... Nein, okay, gut, ich lasse das, ich sag's nicht. Hättest du irgendwie so einen Hartz-IV-Empfänger hier einblenden müssen. Obwohl, auch nichts gegen Hartz... Oh, du kannst echt nichts sagen, ey. Wenn du heißt, was, du hast was gegen Fette? Es kommt darauf an, wie fett man ist. Wenn man natürlich keine Krankheit hat, sondern einfach nur viel frisst und nicht merkt, dass man fett wird und... Oder dass man weiß, dass man fett wird, aber keinen Bock hat, es abzunehmen, dann braucht man sich ganz ehrlich auch nicht wundern, dass man, solche Sprüche mal zu hören kriegt. Ich kenne ja, natürlich auch Leute, die fressen, obwohl man ihnen sagt, das ist so, ja. Die Leute wissen das auch selber, aber hören nicht auf. Und das ist dann meiner Meinung nach schwacher Wille. Und da kann man sich meiner Meinung nach auch helfen lassen, wenn man das nicht selbst hinkriegt. Wer das nicht tut, ist es naja. Nein, an irgendeinem Punkt sollte man auch etwas dagegen unternehmen, weil es an irgendeinem Punkt auch für einen selber ziemlich bedrohlich wird. Guckt euch Wolke an. Ja, übelst 50 Kilo. Das ist genauso wie mit den Hartz IV. Schwerer als. Es gibt zum Beispiel Leute wie, also ich bin ja noch kein Hartz-IV-Empfänger, ich bin ja Arbeitslosengeld 1. Es gibt Leute, ich bin ja noch kein Hartz-IV-Empfänger. Schöne Aussichten. Ja, es gibt Leute, die können dafür nichts, wie zum Beispiel ich, weil mir 5 Tage vor meiner Ausbildung gesagt wurde, ey, du, wir übernehmen dich doch nicht. Wo du dann dastehst und du denkst, dankeschön, versuch mal innerhalb von 5 Tagen einen neuen Job zu finden. Habe ich natürlich geschafft, aber natürlich nicht zum ersten dieses Monat, sondern erst auf den Monat darauf. Deswegen bin ich einen Monat als arbeitslos eingestellt, was ich mega peinlich finde. Man muss sich das mal vorstellen, du hast nie vorgehabt, arbeitslos zu werden und stehst dann vom Arbeitsamt. Also dieses Gefühl vom Arbeitsamt zu stellen und alle Leute sehen dich, das ist schon echt bitter. Weiß nicht, das gehört mir überhaupt nicht. Ja, gut. Aber ich sag mal so, Diamanten, Alter, das geht ich jetzt. Ich finde, aber, wenn man... Alter. Also ich würde nicht sagen, dass es peinlich ist. Mir war es peinlich. Also ich fand es nicht toll, da mich vom Arbeitsamt, das war, weiß nicht. Na, ich finde, es kommt immer auf die Umstände drauf an. Also wenn man, ja, das ist aber so wirklich. Die Leute wissen ja nicht, was du für Umstände hast. Die sehen einfach dich vom Arbeitsamt, sehen dich da reingehen und denken sich so, ja. Noch einer oder so, weißt du? Und dann mal dieses Ding. Ja, hast recht. Ja, da wollte ich jetzt gerade mal kurz weg. Das ist genauso, und es gibt halt Leute, die können nichts dafür, dass sie Hartz-IV-Empfänger sind. Andere Leute machen es aber auch wirklich zum Schmarotzen. Ich kenne zwar zum Glück keinen, aber ich weiß, dass es solche Leute gibt, die schmarotzen dann einfach nur. Ich sage einerseits, okay, gut, es ist wirklich echt schlecht geregelt, dass man bei manchen Jobs weniger Geld verdient im Endeffekt, als wenn man arbeitslos ist. Aber das ist wie im Endeffekt trotzdem nur eine Hilfeleistung vom Staat, wenn man wirklich nichts auf die Reihe kriegt oder aus irgendwelchen Gründen nicht mehr kann. Die es in keinem anderen Land der Welt gibt, und deswegen finde ich es mega schlecht, sich auf die Kosten auszuruhen, und bin da absolut kein Freund. Ja. Also hast du den Anfang gesagt, gepasst, es ging gerade um Leute, die sich halt mit Absicht auf den Kosten ausruhen. Ja, das meine ich. Das ist... Also es hängt halt immer davon ab, also ich habe Leute getroffen, die gesagt haben, ich habe gesucht und alles und mich hat keiner übernommen. Genau, das ist dann okay, das ist... Ab einem gewissen Alter oder ab einer gewissen Berufsunfähigkeit geht's auch einfach nicht mehr anders, das muss man auch mal sagen. Ja. Ich meine, wenn du dich mit 45 noch irgendwo bewerben willst, dann wird das echt schlecht, weil Leute merken, okay, gut, du bist schon alt, du machst vielleicht auch nicht mehr deinen Job so, wie das gerne hätten von dir, weil man sucht ja heutzutage Leute, die
für wenig Geld am meisten arbeiten und da sind, naja, 60-Jährige halt nicht unbedingt so das passende, 40-Jährige so. Naja, in irgendeinem Alter kann man halt viel arbeiten auch einfach nicht mehr ausführen. Ja. Was ja klar ist. Super, meine Kartoffeln sind fertig. Ich warte nur drauf, dass mir jetzt der nächste Zombie Möhren gibt, dann freue ich mich. Huch, hier ist ein Zombie, hat meinen Kaktus verreckt. Na gut. Alter, wie viele Diamanten habe ich jetzt gefunden eigentlich? 12. Cool, finde ich gut. Also, eine Diamant Spitzhacke. Eine Diamant-Axt. Ein Diamant-Schwert. Schaufel machen wir jetzt mal noch nicht. Wie gleich wieder so übelst rausgepulvert, die ganzen Diamanten, ne? Ist der wohl überhaupt noch da? Ja. Achso. Ich dachte gerade, ich rede wieder mit der Wand. Wie du es immer tust! Kohle habe ich jetzt auch erstmal zwei ganze Öfen voll. Lapis Lazuli habe ich. Oh mein Gott. Seht ihr mal gucken, wie Lapis Lazuli in dem Texture Pack hier aussieht. Das habe ich ja noch gar nicht mal rausgefunden. Mal schauen, machen wir uns mal so einen Block und stellen ihn mal hierher. Das könnten geile Fliesen sein. Könnte man echt gut als geile Fliese so bezeichnen. Boah, du geile Fliese, du. Steine habe ich jetzt erstmal im rauen Massen. Diamanten, Lapis Lazuli, Redstone haben wir jetzt auch erstmal ordentlich. Jetzt wird es echt ein bisschen knapp mit den Nahrungsmitteln mittlerweile. Wir haben jetzt hier 14 Zombiefleisch, mit dem werde ich mich jetzt auch erstmal ernähren. Ernähren. Für ernährende Infos kommen später dann. Bei der nächsten Kartoffelernte werden wir auf jeden Fall von Kartoffeln leben können. Momentan geht es leider noch nicht, da haben wir noch nicht genug für. Das Weizenfeld ist bald fertig. Jo, noch ein einziges Weizen brauchen. Bald demnächst irgendwann. Ja, noch ein Weizen brauche ich, dann ist das Feld fertig. Und dann können wir endlich zur Ernte kommen. So, wir haben jetzt hier noch 12 Weizensamen. Das heißt, wir haben 4 Brote momentan, haben keine Knochen, um uns Pilzsuppen leisten zu können. Das ist auch ein bisschen doof. Ein bisschen doof, sagst du. Ein bisschen. Ein bisschen. Ich verstehe manchmal nicht, wie das Holz wieder in die Bäume reinwachsen kann. Wie das Holz in die Bäume reinwachsen kann. Seit irgendeinem Update gab es dann sowas, dass wenn der Baum nicht richtig abgefällt wurde, dann wächst das Holz irgendwie wieder zu. Dann schließt sich Gras um das Holz herum. Und dann hast du so ein Grasbüschel in der Luft schweben. Okay. Keine Ahnung, wer auf die Idee kam, aber es ist so. Hab einer wieder zu viel naja, wer ist schon Bescheid, ne? Ich habe jetzt ein Steinschwert, ein Eisenschwert und ein Diamantschwert. Ich nehme mal das da weg. Boah, scheiße, meine Karre qualmt. Hilfe. Oh, sehr gut, dann kann ich jetzt... Nein. Dann kann ich jetzt runtergehen, kann das Obsidian abpacken und hab gleich ein Diamantschwert, um mich zu verteidigen, was auch immer da gleich rauskommt. Das gefällt mir sehr gut. Okay. Hä?
Darüber ist Wasser. Hier ist nichts. Hä? Hier ist einfach nur eine Obsidianschicht. Das war's. Ist auch nicht so schlecht, oder? Ja klar, aber warum? Vielleicht brauchst du das ganze Obsidian halt, um ins Nether zu kommen. Ja, auch. Einfach so mitten im Nirgendwo Obsidian. Wie sollst du darauf kommen, dass genau hier das Obsidian ist? Wie viele Jahre sollst du da buddeln, bis du es gefunden hast? So lange wie du. Ja, das war aber mega Glück jetzt eigentlich. Ich habe hier einfach nur irgendwo nach gut Glück in die Wand gegraben. Aber ich höre hier doch noch irgendwas anderes. Ich höre hier ganz deutlich Schweine. Schweine hörst du? Es ist doch nicht besonders viel Obsidian hier. Es ist echt nur so ein kleines, viereckiges Ding. Naja, okay. Dann baue ich das einfach mal ab hier und dann... Schauen wir mal. Ich glaube, ich werde mir ein bisschen Glas machen und werde mich hier einfach mal an die Oberfläche begeben und werde da mir so eine Glaskuppel basteln, damit ich rausgucken kann durchs Wasser. Wurde ich gemacht, gedacht, gut, klingt nach dem übelsten Plan. Klingt nach dem übelsten Masterplan, Junge. Kommt ja auch von mir. Das hat nicht unbedingt was zu bedeuten. Da bin ich in Ruhe. Ich trinke aber mal meinen Tee, während ich hier dieses ewig währende Obsidian abbaddel und ich hoffe, dass da abbaddel. Ich erfinde manchmal Wörter, ne? Das ist unnormal. Oh, lecker. Zitronentee. Das ist aber auch geil. Zitronentee. Das kommt bestimmt daher, dass ich gestern, als wir uns getroffen haben, ja, ich in der Wolke haben auch ein Privatleben. Das ist, man mag es nicht glauben, aber... Und ja, ich komme ab und zu kommt sowas doch mal vor. Da habe ich bestimmt, als ich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin, hatte ich ja nur ein T-Shirt an. Kann sein, dass ich mich da erkälte. Hey, jetzt ist hier doch Erde. Yay! Ich habe Spawner gefunden! Oh shit, man. Oh mein Gott. Das Schwein ist runtergefallen. Nein, du kommst ja nicht durch, Piggy. Wow! Ach, da hat noch ein Pfeil drin gesteckt, ich dachte schon. Lol, hier ist ein Spawner mit Gras. Ich glaub's nicht. Er spawnt Schweine. Schweine! Ich hab Fleisch! Was? Man möchte meinen, ich wäre leicht kannibalisch veranlagt. Leicht? Leicht. Okay, gut, da habe ich auf jeden Fall das gefunden. Jetzt werde ich auf jeden Fall, jetzt brauche ich einen Weg, um da reinzukommen. Und zwar werde ich dazu jetzt, Moment. Dazu machen wir jetzt hier dicht.
Jetzt muss ich da so eine Art Gehege basteln. Okay, das wird sehr kompliziert jetzt werden. Moment, Moment, das haben wir gleich. Da, hier, da. Da, da, da. Okay, ich brauche mehr Stein. Das hole ich mir mal hier einfach jetzt her. Ich habe jetzt eine recht gute Axt. Die kann ich ja dafür nutzen. So. Hopp, hopp und hopp. Da haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal das... Wasser ausgegrenzt. Jetzt müsste ich mir theoretisch hier einmal durchbuddeln können, genau. Und da ist auch schon... Ihr dürft doch alle sterben. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön für euer kompromissbereites Sterben. Unkompromissbereites Sterben. Ihr wisst schon, was ich meine. So. Tada! Fackel, Fackel. Fackel. Jetzt geht's hier nach unten. Super, wir haben auf jeden Fall den Schweinespawner gefunden. Den Schweinespawner. Den Schwitzerspawner. Das war was anderes. Die Schweizer waren was anderes. Scheiße. Was ist jetzt schon gemacht? Okay. Bei mir steht hier gerade vor der Tür ein Zombie und im Hintergrund läuft eine riesen Horde lang. Das heißt, wenn ich den, wenn der Zombie mich angreift oder ich den Zombie, wird die ganze Horde auf mich losrennen. Okay. So, ich hab jetzt einfach mal... Ich hab jetzt... Oh man. Ich finde das gerade mega geil. Hier ist einfach mal so ein Schweinespawner, der spawnt Schweine. Und ich lasse es einfach hier offen und wenn ich Glück habe, dann kommen die Schweine irgendwann bis zu mir nach oben. Ja. Ich habe mir gerade erst mal 25 Schweinefleisch geholt, das sollte reichen. Dann mache ich einfach mal... Ich meine, Kuh habe ich ja auch noch da unten stehen, aber die hole ich jetzt erstmal nicht hier hoch. Dann mache ich mich jetzt erstmal hier dicht.